Aber oh, vielleicht starten wir schon mal ein bisschen ins Spiel rein. So, das Ganze ist ja Englisch. Jetzt schauen wir erstmal hier rein. Also, ich spiele das übrigens jetzt für alle, die jetzt dabei sind. Ich spiele das jetzt von vorne. Also, ich habe das Ding gerade heruntergeladen, gerade mir gekauft. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, was da kommt. Wir überraschen, lassen uns einfach mal überraschen, würde ich sagen. Display Subtitles. Ja, das machen wir schon. Autosave, Show Location on Map. Das machen wir nicht. Weiter habe ich gehört, Polygon.com, die meinten, man soll die Location on der Map nicht machen, einfach deswegen. Dann hat man nämlich einen. Ist es schwieriger, das Spiel, und es ist eigentlich irgendwie interessanter, sich da durchzunavigieren. So. Toggle Head Bob. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Und Show New Goal Alerts. Da habe ich auch keine Ahnung, was das heißt. Egal. Gut. Dann schauen wir noch. Also, ja, wir müssen noch was besprechen, ich weiß schon. Ja, gucken wir mal, wie es morgen ist bei mir. Mal gucken. Abisan, Lieblings-Pokémon. Was deins ist, Otaru? Meins ist vielleicht Mewtwo, würde ich sagen. So, jetzt gucken wir mal. L2 ist Radio, L1 ist Zoom. R1 Cycle Dialog, R2 Cycle Dialog. Das hat auch ganz schön viele Tasten. Ich dachte, das ist viel einfacher, das Spiel. Okay, es gibt auch eine Taschenlampe mit R3. Man kann rumschauen. Klettern, joggen. Okay, Keep Held Item. Read Note Text. Map, Kamera, Kompass. Und joggen. Ah, okay, das ist ein bisschen wie Ego-Shooter-Steuerung, die typische. Alles klar. Moment, habe ich das jetzt gespeichert oder habe ich das jetzt nicht gespeichert? Es ist gespeichert. Alles klar. Austrian Gaming, hallo, guten Abend. Ersin, echt, dein Lieblings-Pokémon ist Ersin, okay? Ja, mein zweitliebstes Pokémon ist, glaube ich, Erwin. Fällt mir dazu nur ein. So, wir fangen jetzt einfach mal an. So, es gibt sogar vier Spielstände. Das ist ja toll. Also, nein, das ist super spannend, das Spiel. Nein, es ist halt anders. Es ist halt ein anderes Spiel. Es ist kein Ballerspiel. Hey, ach so, es geht los oder was? Hey, muss ich was drücken? Ach so, das war schon eine Option, ne? Okay. Okay, wir treffen Julia und sie ist um die Z in ihren späten 20ern. Aha. Gut, sie lacht herum, okay. Und ach so, ah, okay, ich nehme an, das ist ein Rückblick, den man jetzt hier irgendwie erzählt bekommt. Also praktisch ein Prolog. Ja, dann gucken wir mal. So, you are drunk. Das geht ja schon mal gut los. Was machen wir denn so? You know, Major? You're pretty. Ne, wir machen jetzt nicht die ganz. Wir machen ein bisschen subtile Anmache. So. You slaughter word Major and it smells like Coors Light. Coors Light, oh Gott, ein Lightbier. Give an awkward smile. Evolutionary Biology studiert sie, okay, und sie ist ein Professor. Ach, sie studiert gar nicht, sie ist ein Professor in Biologie, okay. Okay. Gut, was sagen wir? Toxicology. Wir können jetzt sowieso, es gibt manchmal nur eine Option, die wir hier aussuchen können, okay. Was that a burn you ask? She says definitely. Where'd you hurt your feelings? She asks if you want to split a cheeseburger. Ah, okay.
Okay, gut. Sie verarscht uns und sie gibt uns dafür deshalb einen Cheeseburger aus. Okay, und eine Woche später ist sie unsere Freundin. Das ist ja schön. Oh, hui. Aha, ich bin mal hier in diesem Aufzug. Delijah, um was es im Spiel geht, ich lasse mich überraschen. Eigentlich ist es ja, geht es um einen Nationalpark, wo irgendwie alle weg sind und man gucken muss, wo man bleibt sozusagen. Aber wie gesagt, das ergibt sich jetzt gleich. Hoffentlich in den nächsten Minuten und Stunden. Was gucken wir mal? So, R2. Ach so, ich kann hier. Ah, Rucksack, sehr gut. Den nehmen wir mit. Ach so, ah, okay. Und sobald man den Rucksack genommen hat, landet man, geht die Aufzugtüren auf. Ihr könnt mal übrigens noch ganz kurz sagen, Leute, ob der Ton okay ist. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie verrauschtes irgendwas haben, aber eigentlich sollte der Ton okay sein. Ich habe auch mein gutes Mikrofon hier dran, das man nicht sieht. Das ist aber hier direkt vor meiner Fresse. Da könnt ihr aber mal kurz Bescheid sagen. Das Spiel hat auch ein bisschen Sound, das ist auch re relativ ruhig. Es ist nur ein bisschen Klavier. Geklimper höre ich so. Wäre gut, wenn man beides hört, natürlich. So, ich gucke jetzt hier einfach mal blöd noch in dieser Tiefgarage rum. Ich glaube aber, hier gibt es bestimmt nichts. Wobei, vielleicht ja doch. Ich hab schon gesehen, da hinten ist der Pickup-Truck da, in dem wir gleich einsteigen werden. Da geht es weiter. Oh mein Gott, was sind denn das für Schatten? Habt ihr den Megavogel? Was ist denn das für ein Schattenwurf? Oh mein Gott! Ist das die PS1-Version oder was? Oh Mann! Das ist ja ekelhaft. Das muss ich gleich nochmal anschauen. Bäh. Okay. Gut. Okay, das ist Sprinten. Das ist fast wie vorher. Aha. Oh mein Gott, hier sind noch viel hässlichere Schatten. Wow, schaut euch das mal an. Ui, sind die hässlich. Uah, schnell weg. Das ist wirklich. Also ich dachte jetzt nicht. Ich dachte, das ist so ein bisschen ein Horrorspiel, aber ich dachte nicht, dass es so ein Horror ist. Mit unglaublich hässlichen Schatten. Das ist ja schon ganz schöner Horror. So, okay, jetzt schmeiße ich erstmal den Rucksack hier auf die Ladefläche. Ton ist perfekt, das ist gut. Amisan, danke. Apfelmus, ich werde auf jeden Fall die nächsten Stunden Firewatch spielen. Ich lasse mir noch mal die, ich lasse es mal noch offen. Vielleicht kommt danach noch was. MK, die Performance-Probleme wurden scheinbar noch nicht behoben, soweit ich weiß. Aber ich habe es erst gerade eingelegt. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich habe die Landschaft noch nicht gesehen. Lassen wir uns mal überraschen. Es hieß aber, das wird noch verbessert. Hoffentlich wird auch der Schatten verbessert. So. You date for over a year, she drives you absolutely nuts. It's great. Sehr gut. Also ein Jahr lang haben wir schon die gute, wie hieß sie eigentlich als Freundin? Die Julia? Nee, ich habe Julia, ich habe keine Ahnung, wie sie hieß. Gut, you move in, you share an apartment near the school. Okay, wir ziehen zusammen. Und mit Aussicht auf die Berge, okay? Ja, und wir trinken Bier zusammen. Ja, life is good. Ja, das kann man so unterschreiben. Julia wants to get a dog. Okay, sie will einen Hund. Das ist ja fantastisch. There's a scruffy, undersized beagle. Julia is in love. Okay, she wants to bring it with her to her class. Okay. She's also intimidating, but gently eyed. There is also an intimidating, but gentle-eyed German Shepherd. Okay. Jetzt können wir uns aussuchen, welchen Hund wir uns holen. Entweder einen kleinen Beagle, der dann Bucket heißt und der Liebling von Julia ist, oder wir holen uns einen Schäferhund, einen deutschen Schäferhund und nennen ihn Mayhem. Ersin, das tut mir sehr, sehr leid mit deinem Prison Break. Ich hole mir jetzt den Beagle, einfach so. Einfach da, damit, keine Ahnung, dass sie glücklich ist. So. Bucket's a good dog and a week later you're totally forgotten about the other one. Julia loves him. Sehr gut. You love him too. Es passt ja. Perfekt. Alle lieben den Hund. 1979, das heißt, das ist jetzt ein Sprung 4 Jahre später. Im Sommer 1979 abends
So, fragt sie nach Kindern. Ah, okay, was wir von Kindern halten? Okay. They're not very smart or good at much. Okay. Okay, jetzt die Frage, wollen wir welche? Also, das wäre pretty good. Oder irgendwann mal. Warum? Nee, das Ö nicht überstürzen. Oh ja, ich habe jetzt den Schäfer. Apfelmus, ich habe jetzt den Beagle genommen, nicht den Schäfer. Und hätte ich fett. Na egal. Tja, jetzt die Frage, was mache ich denn hier? Ich meine es einfach, das pretty good. So, in that case, we should probably get married. Ach so, ach, das kommt ja auch noch, richtig. Yeah, I would like that. Okay. These kids are going to be screwed up enough. Okay, it's probably for the best that their parents are hitched. Okay, gut. Ja, also quasi. Die beiden wollen heiraten. Okay, gut. Damit das Ganze irgendwie geordnet läuft. Ah, okay, und wir kommen jetzt inzwischen im Park an. Ich nehme jetzt mal an, diese ganzen Textboxen, die hier zwischendurch kommen, das ist einfach, wie gesagt, ein Rückblick, der erzählt, wie das Ganze jetzt hier dazu gekommen ist. Okay, Apfelmus, du hast recht. Ich sollte mal bei den Entscheidungen die Leute fragen. Da müssen wir ein bisschen warten, weil wir ein bisschen Zeitverzögerung haben im Stream. Aber es ist eine gute Idee, das stimmt. Machen wir beim nächsten. Okay, jetzt sind wir endlich ja, im Spiel mal angelangt. Schauen wir mal rum. Ui, ja, also Performance-Probleme hat das immer noch. Das ruckelt zwischendurch und zwar so ganz unschön bei Kameradrehungen. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ui, das ist auch bei Bewegung so. Oh, ouch. Das ist aber echt scheiße. So, Fire Danger ist heute sehr hoch. Also die Feuergefahr ist heute sehr hoch, weil wahrscheinlich ein ziemlich trockener Sommertag ist. Gut. Okay. Okay, ja gut, dann gehen wir halt diesen Pfad entlang, beziehungsweise nein, wir gehen noch nicht den Pfad. Den Thoroughfare Pfad gehen wir noch nicht. Ich möchte erstmal die Karte angucken, wobei wir kriegen doch noch eine Karte. Wie war denn das? Da gibt es so eine Karte, die man mitnehmen kann. Anatoli, hallo, guten Abend. Und Mr. Nox, auch guten Abend, hallo. So, do not forget to check in, warum auch immer. Ah, kein Feuerwerk, keine Feuerwerkskörper. Okay, der Pfad ist nicht empfohlen für unerfahrene Wanderer. Okay. Und learn to live with bears. Okay, es gibt auch hier Bären. Das ist so ein typischer US-Nationalpark, also. Okay. Wo sind wir eigentlich? Was ist das für eine Karte, wo nicht dran steht, wo wir sind? So komisch. Ach so, Moment mal, ich habe das, glaube ich, im Menü auch ausgestellt. Das würde mich jetzt mal kurz interessieren. Ich habe in den Settings nämlich diese Option Show Location on Map deaktiviert. Schauen wir mal, ob es. Ne, das wird trotzdem hier, zumindest hier nicht angezeigt. Okay, dann ist das egal, dann mache ich das wieder aus. Okay. Gut. So, gut, dann gehen wir mal auf diesen Pfad, der nur für erfahrene Wanderer was ist. Ja. Ich muss aber sagen, der grafische Stil, der gefällt mir doch recht gut. So, wir haben wieder einen Rückblick. 1980. Donnerstagnacht und Julia ist voll aus late. Sie ist 4 Stunden zu spät dran. Sie ruft aber nicht an. Also sie ist noch nicht zu Hause. Okay, und sie ist 4 Stunden überfällig. You're worried and getting angrier by the minute. She walks in after you've gone to bed. Okay, sie kommt sehr, sehr spät nach Hause und wir wissen von nichts, warum sie so spät nach Hause kommt. Okay. She's not quite drunk, but she's clearly having a fun time. Okay, sie hat Spaß gehabt ohne uns, ohne dass wir es wissen. Okay. Und dann gibt es noch einen Streit, natürlich. Gut, also was machen wir? Werden wir aggressiv auf sie oder ignorieren wir sie? Was machen wir denn? Der Erste, der schreibt, das machen wir.
Da bin ich mal gespannt, was sie jetzt sagt. Ich muss bloß kurz warten, wie gesagt, das Ganze ist ein bisschen verzögert und kommt nicht sofort an. Ignorieren. Okay, Mr. Knox, das ist das Erste. Er hat geantwortet, wir machen das. Ignorieren. Okay. You don't touch each other all night. Okay, die ganze Nacht ist dann ignorieren angesagt. Next day you feel guilty for being so angry and ask her about her evening. She says it was great. You hold on to a tiny pill of resentment. Okay, you make some coffee and go to work. Okay, gut, ich hatte einfach Spaß, einen spaßigen Abend, aber wir nicht. 1981, ein Jahr später. Okay. Julia still likes to draw. Okay, sie malt gerne. She draws plants from her research. Okay, sie malt gerne Pflanzen. Und sie malt sehr gerne die Orte, in denen sie schon war. Und sie malt uns. Okay. Und wie sollen wir posieren für sie? Entweder wie He-Man oder wie ein Victoria's Secret Model. Was machen wir denn, Leute? Was machen wir denn? Was machen wir? Machen wir He-Man oder machen wir Victoria's Secret Model? Gut, inzwischen haben andere Leute auch gesagt, ignorieren. Okay, das haben wir ja vorhin gemacht. Abisan, Until Dawn wird noch mal kommen und ich werde Uncharted 4, glaube ich, schon streamen. Dann darfst du halt nicht zugucken. Was machen wir denn, Leute? Ich sehe gerade, das ist ja total geil. Wir sind gerade der größte deutsche Kanal, der Firewatch streamt. Das ist mal geil, Leute. Vielen Dank schon mal. Hoffentlich bleibt das so. Okay, Mr. Nox ist schon wieder der Schnellste mit He-Man. Ja, eigentlich wäre He-Man, hätte ich jetzt auch gesagt, weil warum soll ich wie ein Model rumhampeln? Da machen wir doch lieber den typischen Affen-Gorilla Menschen Macho mit He-Man. So, you look awesome. Ja, das glaube ich doch auch. Oh, okay. Oh, es wird Abend. Oh, das sieht echt schön aus. Das ist echt schön. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Okay, Leute, ich werd zwischendurch einfach fragen. Wenn ich nicht weiß, was ich antworten soll, dann werde ich euch fragen einfach. Ja, die Sonne geht bald unter. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ich habe keine Ahnung. Okay. Two Forks Lookout Tower, also Wachturm, also Aussichtsturm, ist immer noch 8 Meilen entfernt. Okay. X to climb over obstructions. Mensch. Boah, voll die Klettereinlage über diesen Baumstamm. 1982, wieder ein Rückblick, das ist ein Jahr später. During the summers, you and Julia enjoy walking Bucket at night. Ah, der Hund ist immer noch da, alles klar. Und mit dem gehen wir gerne spazieren. There's a festival in town, it brings in folks from far away places. Das ist schön, ein Fest, wo viele Leute von irgendwoher kommen. One of them tries to mug you with a knife. Okay, das ist irgendwie schlecht. Bucket gets kicked. Oh, jetzt wird's richtig schlimm. Okay. Julia brüllt rum. Okay, und sie stottert und sie kann fast nicht mehr reden. Okay, you confront the attacker. Okay, you scare him away or you beat his goddamn face in. Gut, was machen wir mit dem Angreifer? Sollen wir ihn wie ihn wegbrüllen oder sollen wir ihm eine auf die Fresse geben? Also ich würde ihm auf jeden Fall echt am liebsten eine auf die Fresse geben. Ich hau ihm auf die Fresse. Ich warte es nicht. Also, ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Your arm gets cut up, but you beat the guy to a pulp.
Oh, okay. You don't feel very tough. You cry your eyes out before the cops show up. Okay, gut, okay, das war jetzt nicht so heldenhaft, wirklich. Die kurze Prügelei. Okay, Julia asks to take a different path from the day forward. Okay, wir müssen in Zukunft eine andere Route gehen für unseren Spaziergang. Okay, und das machen wir auch. Und ab dann gehen wir immer einen Spaziergang am Fluss entlang. Okay, um ja, solche Übergriffe zu vermeiden. 1984, 2 Jahre später, okay. Plans to have kids get waylaid by work, okay. Die Kinderpläne werden verschoben wegen der Arbeit. Julia gets offered a job at Yale, okay. An der Universität nehme ich an, von Yale gibt es einen Job. Yale is in Connecticut, 2000 miles away, okay. It's a great job, so, associate. Department Chair, she wants to move. Okay, jetzt ist die Frage, sollen wir... You absolutely do not. Okay. Sollen wir für sie jetzt umziehen nach Connecticut, 2000 Meilen entfernt, damit sie ihren Job und ihren Traum verwirklichen kann? Oder sagen wir, nö, kein Bock drauf. Was machen wir? Ich frage mal euch, ich weiß jetzt echt nicht, was wir machen, was hier besser ist. Also praktisch sagen, ja, wir ziehen weg und das ist gut. Oder wir bleiben hier und sagen, nö, wir bleiben hier. So, inzwischen schaue ich mal ganz kurz in den Chat. Das zweite Spiel heute, Ersin, ich bin mir nicht sicher, aber der Abisan sagt schon, ich hab letztes Mal Project Cars versprochen. Ich werd mal gucken, ich habe auf jeden Fall viele, viele Spiele, die ich eigentlich noch machen will. Heute, nee, eigentlich nicht heute, aber an sich. Aber wir machen jetzt einfach Firewatch erstmal. Frag mich später, dann weiß ich es vielleicht eher. Killer HD, hallo, guten Abend. So, wir haben jetzt hier mitkommen, kein Bock oder mitgehen. So. Tja, was machen wir? Ja, ich wäre fast auch mitgegangen, einfach deswegen, dass sie einfach mal glücklich ist und dann ist das Ganze halb so viel Stress alles. Agree if she commutes back and forth. Ah, Moment mal. Wir kommen ja gar nicht mit. Sie pendelt dann hin und her und wir bleiben, wo wir sind. Okay. Wir können gar nicht mitgehen. Sorry, das war die falsche Option. Das heißt, wir können ihr jetzt praktisch sagen, okay, sie kann jetzt gehen und sie pendelt hin und her zwischen 2000 Meilen Arbeit und hier. Oder wir sagen, nee, sie soll den Job nicht annehmen. Okay, wir, ja, was soll's. Ich sage jetzt, dass sie pendeln kann. Okay. Okay, you don't want to move to Connecticut, okay? She says that will be hard, but she'll do it if you won't move. If you won't move. You tell her not to pass it up if it's what she wants. Okay, she agrees and she flies back to Boulder 3 times each semester. Okay, wir sehen uns nur 3 Mal pro Semester. Und wir bleiben hier. Ob das jetzt gut war? 1985, ein Jahr später. Okay. Julia sent home from Yale on paid leave after having an episode. Oh oh. Sie ist beurlaubt worden. Okay. She lost it on a colleague of for borrowing books that were important to her research. Okay, sie ist wohl ausgetickt von einem Kollegen. Okay. She didn't remember she had happily loaned them to him just 2 years prior. Okay, sie hat sich geirrt. Sie hat irgendjemandem Bücher geliehen und wusste es nicht mehr und hatte dann eine große Auseinandersetzung mit denen. Okay, auf jeden Fall hat sie jetzt wieder... ja, sie ist zwangsbeurlaubt worden scheinbar. Okay, und she was found crying in the stairwell. Na gut, sie ist heulend im Treppenhaus oder an der Treppe. So, was machen wir? You say that maybe you guys should talk to someone about it. Okay, man soll ja am besten mit... Sie soll am besten mit dem Kollegen reden. Oder you make macaroni and drink wine and try to forget about it. Okay, also das ist quasi ignorieren und eine gute Zeit haben oder darüber reden. Sollen wir darüber reden oder darüber oder das ignorieren? Wir reden drüber, was ist. After seeing multiple doctors and having many tests, they are worried that Julia might be suffering from early onset dementia. She's 41. Scheiße, okay.
Okay, die Frau leidet wahrscheinlich an Demenz und ist aber erst 41. Ich hoffe, ihr seid to keep it a secret for now. Okay, wir halten das Ganze geheim. Erstmal, dass die Demenz krank ist. Okay. So. Okay, Leute, ihr wollt irgendwie unbedingt Project Cars später sehen. Na gut, können wir schon machen. Können wir schon machen. Killer HD, ich weiß noch nicht, ob es wirklich gut ist. Ich hoffe, es ist gut. Ich habe es mir eben vorher gekauft und gerade erst runtergeladen, kurz bevor der Stream losgegangen ist. Und Cryptic, nice English. Thanks. es ist auch so, es gibt keine deutschen Untertitel, zumindest noch nicht. Und es gibt nur, ja, es ist alles komplett Englisch hier bisher. Gut, wir können jetzt nichts anderes machen, als das Journal aufzunehmen. Super geil. He-Man ist dort drin. Und war da gerade ein Penis zu sehen? Ich glaub's ja fast nicht. Gut, Bucket is getting older, also der Hund wird älter. Julia comments that it's kind of nice because he gets in less trouble around the house. Okay, gut, er hat weniger Ärger. A week later she goes back to the university. Okay, sie ist wieder auf dem Weg zur Universität. Alles klar. 87, also 87, das ist jetzt auch wieder ein paar, 3 Jahre später? Okay, oder 2 Jahre? Ich weiß gar nicht mehr. Julia's affliction gets worse. She can't remember things in class. Her research is in the shambles. She drives her car to next town over for no particular reason and has to be brought home by the police. Oh Mann, she's devastated. Das ist hart. Also zum einen, sie kann sich an Dinge nicht erinnern. Ihre Forschung ist völlig hinüber und sie fährt in irgendwie völlig verplant in die nächste Stadt und weiß nicht warum. Und sie wird von der Polizei zurückgebracht. Und deswegen ist sie devastated, also verzweifelt. Okay, she's sent home on permanent medical leave. Okay, sie ist jetzt durchgehend zu Hause unter medizinischer Betreuung. Das ist hart. Some days you get Julia who calls you a dope and your unborn children little idiots. Oh, das ist hart. Jetzt wird sie richtig aggressiv bzw. komplett verwirrt, was bei Demenzkranken leider so vorkommt manchmal. Other days you get a stranger. Okay, sie erkennt einen nicht mehr. She pulls you into bed to make love. Okay, after 5 minutes she goes into a panic, believing her dad is at the door. Okay, das ist jetzt mal sehr eigenartig. You tell her family. Okay, they are crushed and begin to make trips to you and from their home to Australia to visit her. Okay, jetzt besucht sie ihre Familie. Jetzt haben wir zumindest ihre Familie gesagt, dass sie demenzkrank ist. And for a while your friends come by with little things to brighten the day. Okay, gut. Dann kommen zumindest Freunde vorbei, um sie aufzuheitern. And she gets worse. Okay, das ist schlecht. Ihr geht's schlechter. 1988, ein Jahr später, you spend your days following Julia around the house. You count the seconds between the 2 weekly visits from Daniel, the nurse. Okay, Das heißt, es kommt immer eine Schwester vorbei, beziehungsweise ein Pfleger, der kommt nur alle 2 Wochen vorbei. Und er schlägt vor, that Julia could live somewhere else. Okay, dass sie irgendwo hinziehen kann mit 24 Stunden Betreuung. Okay, In ein Heim. It sits with you for a couple of months. Was? It sits with you for a couple of months. Okay. Okay, jetzt ist. Oh, das ist eine harte Entscheidung. Sollen wir Julia in ein Heim stecken mit Betreuung oder behalten wir sie da? Natürlich, wenn wir sie in ein Heim stecken, ist das natürlich einfacher, aber es ist natürlich ein bisschen arschmäßig, was wir dann tun. Deshalb wäre natürlich das Zweite eher das Menschlichere. Und das Erstere so das Sicherere. Das ist schwer. Was machen wir? Was machen wir denn hier? Das ist schwer. Ich weiß auch nicht, ob jetzt jemand, der an dieser Krankheit leidet, nicht doch besser professionelle Hilfe an sich braucht, ob das dann besser ist. Das ist die Frage.
Was machen wir denn? Nee, wir behalten sie da, hätte ich gesagt. Oder? Mann, Leute, das ist echt schwer. Ja, wir behalten sie. Wir behalten sie im Haus. Schicken sie nicht in ein Heim. Was soll's. Okay. Jetzt sind wir endlich wieder im Spiel. Okay, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ihr habt nämlich ganz schön viel geschrieben, oder einiges? Okay, Kryptik, die High-Quality-Kopfhörer, Smiley, die waren, ich habe keine Ahnung, wie teuer die waren, die sind nämlich uralt, die sind nämlich auch so Nacken-Kopfhörer, aber ganz ehrlich, ich benutze die sehr gern, weil die nicht meine Ohren so komplett einhüllen und aufheizen, deshalb habe ich lieber so gerne diese offenen Kopfhörer, sind aber uralt, sind auch Sennheiser, ich weiß nicht, wie teuer die waren, keine Ahnung, vielleicht 40, 50 Euro, wenn überhaupt, ich weiß es nicht. Vielleicht sogar weniger. Diese ganzen Dialoge übrigens, Leute, die kommen, glaube ich, nur am Anfang vom Spiel. Das wird es dann weniger. Das heißt, es wird das Ganze eher jetzt auf Erforschung gehen, das Ganze. Und ich glaube, diese Dialoge, diese Entscheidungen, die sind jetzt nur, dass wir am Anfang ja irgendwie eine Ausgangssituation schaffen für das Spiel, nehme ich mal an. So. Abisan, ich werde keine Götterspeise essen. Ja, Leute, kein Streit. Was ist da los? Wo ist denn das Problem eigentlich? Ich meine, dass jetzt dass irgendwelche gebannten Wörter schon wieder fallen, ist eigenartig. Verstehe nicht. Naja. So, okay, jetzt geht's mal weiter hier. Aktuell ist das Ganze sowieso recht linear, also es ist sowieso bloß der Pfad, der geradeaus führt. Oh, okay. Was ist denn das da unten, bitte? Kann man nicht hingehen. Oh, ups, es kommt sowieso schon wieder ein Dialog. It's impossible hard. Possibly hard, okay? The worst is when you get mad at her, like she when she tried to cook her own food. Okay, ja gut. Sie hat ihren eigenen Kopf und mir ist immer wieder widerspenstig. You can't do anything without her and she can't do anything without you. Okay, man ist komplett abhängig voneinander. Okay, das läuft jetzt auch nicht so, wie es hätte sein sollen. When she goes to sleep, you stay up for a few hours, drinking on the deck, watching baseball in the summer, college basketball in the winter. Okay, gut. Ja, wir trinken ein, sobald sie schlafen geht. Gut. Und wir trinken und trinken. You start going out after you put her to bed. Okay. Okay, wir gehen fort, nachdem sie im Bett ist. Okay. The first time you do it, you worry about her getting up and walking around while you're gone. Okay. Okay, wir machen uns natürlich Sorgen, dass sie Blödsinn macht, wenn wir weg sind. Das heißt, das können wir aussuchen, ob wir die Tür mit einem Stuhl verkeilen und sie nicht rauskommt. Oder wir vertrauen ihr, dass sie keinen Blödsinn macht. Das ist ja schwer. Ich bin mir da komplett unsicher. Die macht wirklich einen mega Blödsinn. Wir machen tatsächlich die Tür, wir verkeilen die Tür, dass sie nicht rauskommt. Das ist mir zu hart. Bester Gamer, ich habe irgendwo die Nachricht. Was war da? Das hat es nur so einen komischen Witz noch. Der habe ich jetzt nicht vorgelesen. Und Abisan, Video mit dem Titel Pixel Facts. Klingt lustig. Ganz ehrlich, das notiere ich mir mal ganz kurz. Als Name. Ja, lustige Idee. Werde ich mir mal merken. Savo, hey, guten Abend. Also, wie gesagt, wir machen jetzt die Aktion, wir versperren ihr die Tür. You go to the same bar at the boring end of Pearl Street. Okay, it's nice there. Over the time you tell Sheila, the bartender, everything, okay? It's a huge weight off your home and in bed at 1 a.m. a couple nights a week. Okay, you look forward to those nights. Alles klar, gut, wir gehen immer fort in irgendeine komische Bar, wo wir Sheila, dem Barkeeper, alles erzählen.
Wobei Sheila, das ist wohl eine Barkeeperin, nehme ich mal an. Okay, und die Nächte sind eigentlich quasi das Schönste am Tag. 1989, noch ein Jahr später. Okay, bei einer Nacht sind wir in Polizeikontrolle rein und you blow at point 10 and are taken to jail for the night. Okay, wir haben scheinbar 0,1 Promille, was in USA scheinbar schon ein Problem ist und deshalb geht's gleich ins Gefängnis für die Nacht. Uiuiui. You consider trying to hide it, but you tell your sister-in-law Susan. Okay, jetzt sind zumindest die Schwägerin ist das, Susan. Sister-in-law, das ist doch Schwägerin. Ja, doch, müsste eigentlich schon. Ja. Julia's parents take the next plane from Australia. Okay, they can't believe the state your house is in. Okay, gut. Julia's Eltern kommen vorbei und das Haus ist wohl Chaos. Then they tell you Julia's coming to live with them. Okay, you don't agree. You stay, you'll visit soon. A few weeks go by. Okay, so sie nehmen sie mit nach Australien, weil sie da dort besser versorgt wird. Okay. Summer is coming and you see an ad for the in the paper for a job. Ah, okay, wir sehen in der Zeitung ein Jobangebot. You take it. Okay, was auch immer das für ein Job ist, den Job haben wir jetzt genommen. Damals ist ein Rückblick. Das muss, ich nehme an, das ist wahrscheinlich dieser Park Ranger Job, den wir jetzt hier gerade antreten, oder? Schauen wir mal. Schauen wir auf jeden Fall erstmal in den Chat. Oh, da ist ein Turm. Da ist ein Turm. Da müssen wir hin. Abi sagt, ja, ich mag keine Gönnerspeise. Das tut mir nach wie vor leid. Okay. Und Killer HD, ja, das Versus-Video zwischen den beiden Konsolen ist noch geplant, aber warte mal noch nicht drauf. Ich werde es schon irgendwann mal machen. Aber wir sagen, ach genau, ein Video über Forza hatte ich eigentlich immer geplant, weil ich habe das auch da, Forza, das neue Forza. Ich habe es aber nie gemacht, echt doof. Just Craft auch da, hi, guten Abend. Austrian, ja richtig, ich habe das, die Twitch-App, die funktioniert jetzt tatsächlich, auch mit dem deutschen Account. Ich werde da ein Video machen damit. Man braucht aber noch einen US-Account, kann ich schon mal sagen, sonst haut das Ganze nicht hin. Ist es so, mit einem, im US-PSN-Store gibt es die Twitch-App schon, ganz normal. Bloß bei uns noch nicht, was echt schade ist. So, es gibt zwei neue Follower, das machen wir jetzt mal schnell. Killer HD, vielen Dank für den Follower. Und Delijah 11 Saver, ich habe keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll, aber danke für den Follower. Ich würde jetzt gerne irgendwie die Gegend erforschen, aber gerade jetzt am Anfang, glaube ich, ist das jetzt eher falsch. Ich glaube, wir sollten jetzt einfach nur das machen, was uns das Spiel so rät. Also wir gehen jetzt erstmal auf diesen Wachturm oder Aussichtsturm. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Okay, hier ist die Tür. Oh, Moment mal. Bevor wir jetzt hier reingehen, da hinten sehe ich schon was beleuchtet. Das ist doch ein anderer... Ah, da steht es auch dran. Thoroughfare Lookout. Das ist ein zweiter Aussichtsturm da hinten, wo das Licht brennt hier. Interessant. Okay, gut. Dann gehen wir mal rein. Fredcore, hallo, guten Abend. Aber ich sage ja, Pixel Week ist auch eine lustige Idee. Jeden Tag ein Video. Das müsste ich aber fett vorbereiten. Nee, das kann ich ja, das schaffe ich ja sonst gar nicht. Jeden Tag ein Video. Aber lustige Idee. So, erstmal den Generator aktivieren. Ah, gut. Geht das Licht zumindest schon mal an? Hier ist jemand am Funkgerät. Okay. So, was sagt denn die gute Frau? L2 für das Radio. Ah, hallo?
Ach so läuft das. Das ist ja komische Steuerung. Das mache ich nämlich mit den Schultertasten. Okay. Hello, whoever this is. It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? Great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Okay. Okay, ah ja, okay. Gut, wir finden jetzt, wir wollen herausfinden, welche. Oh, ups, ich war zu langsam. Erster Tag. Schauen wir mal. Okay, jetzt schauen wir erstmal kurz in den Chat, das ist mir viel wichtiger. JustGraft, Dying Light ist immer noch bei uns verboten, aber weil das Grundspiel von Dying Light ist eben indiziert und deshalb ist die Erweiterung eigentlich quasi auch indiziert und ist nicht erhältlich bei uns. Aber so schlimm ist es jetzt nicht, aber es war, naja, es lief halt, es hat halt keine USK-Freigabe bekommen. Bis wann der Stream geht, weiß ich jetzt noch nicht. Keine Ahnung, gucken wir mal. Auf jeden Fall bis um 12, würde ich sagen. Walkie Talkie hat gute Qualität, ja, gut. Henry Hitman Beta, ich war, ja, stimmt, wird es heute nicht geben, aber gute Idee, ganz grundsätzlich. Das habe ich aber heute erst nachmittags gesehen, dass es die gibt. Schauen wir mal, aber jetzt erstmal noch nichts. Jetzt sitze ich hier an der Schreibmaschine, kann nichts machen. Aber unsere Kollegin hier am Funkgerät hat uns schon mal gut durchschaut, die gute Delilah. Ja, ich kann nichts anderes machen, als das Funkgerät zu benutzen. Na gut. So. Schauen wir mal. Sorry, I guess I slept in. Okay. Ich habe wohl verschlafen. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Woo. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Locate round thing. Okay, es gibt ein rundes Ding hier. Was? Hä? Ach so, das ist das runde Ding. Das ist der Map Table, also der Kartentisch. Okay. It's right in the middle of your room. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, what the fuck? What is it? Nothing. You use this to. Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Kompass. Fucking fireworks? Nach Westen. Hä? Soll man nach Westen rausschauen? Ne, ich sehe noch gar nichts. Moment, ich muss jetzt erstmal kurz hier raus. Ich kann nicht raus, verdammt. Ah, hier, jetzt sehe ich's. Okay, Fireworks. Ja, ich sehe es. Whoa, Okay. that's not legal, right? Down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof.
Is that really my job? Your job is whatever I say it is. The closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Okay. Do I write him a ticket? Easy there, Dirty Harry. Well? Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Okay, gut. Convenient. That's one word for it. Okay, gut. Also, jemand hat Feuerwerk. Hier, Fahnenstein, ein Feuerwerk mitten im Nationalpark in der trockensten Jahreszeit, was ganz schlecht ist. Deshalb müssen wir ganz schnell dorthin. Und wir brauchen ein Seil, damit wir dorthin kommen. Ansonsten ja, ist das nämlich eine Klettertour, die wir ohne Seil nicht machen können. Jetzt brauchen wir erstmal die Ausrüstung in irgendeinem versperrten Kasten. Oh, hier gibt's. Was ist das? Space Puffs. Manchmal kann ich jetzt den Kompass wegtun. Ja, so, okay. Hier gibt's Space Puffs. Okay. Water Jug, okay, Wasser. National Forest Guide Book. Dish Soap. Aha. Spülmittel brauchen wir nicht. Kochbuch brauchen wir auch nicht. Pfanne, nee. Kessel. Kaffee machen. Obwohl, den nehmen wir mal mit. Was? Drop. Moment. Drop Examine. Ach so, Entschuldigung, ich bin ein bisschen im Weg mit meinem Kamerabild für die Erklärungen hier unten im Eck. Ach so, und den kann ich dann anschauen. Ah ja. Was für Mutantenhände hat denn der Typ? Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja furchtbar. So, brauchen wir nicht. Bleach, Bleiche brauchen wir, Bleichmittel brauchen wir. Brauchen wir das? Nee. Abisan, ja, das Video habe ich noch nicht gesehen, aber ich weiß schon, er hat mir schon gesagt, was er da gemacht hat für den im Stream. Naja, egal. Desk Drawer. Öffnen. Was ist das? Ein 20-seitiger Würfel. Ja, was kann man damit machen? Nichts. Dungeons and Dragons spielen, aber das bringt jetzt nichts. So, okay. Ein Tannenzapfen oder ein Fichtenzapfen, weiß jetzt nicht, was das ist. Schön. Der schaut doch toll aus. So schön weihnachtlich oder was auch immer. So. Okay. So, ich will jetzt ja nur bloß alles untersuchen, nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Und wir uns nachher die Krätze ärgern, dass wir das vergessen haben und nochmal den Weg laufen müssen. So, hier ist die Flora von dem Wald. Hier, aha. Hoffentlich müssen wir uns nicht die ganzen Bäume, Baumarten merken. Das ist ja wie eine Grundschule hier. Okay. Ein Truck-Kalender. Das ist viel cooler. Okay. Es gibt auch verschiedene Bücher hier. Aha, da können wir jetzt bloß den Umschlag anschauen. Ja, gut, zum Lesen bin ich jetzt eigentlich nicht hier. Noch mehr Bücher, noch mehr Bücher. Thermoskanne. Eigentlich würde ich die gerne mitnehmen, aber irgendwie kann der Typ nur einen Teil mitnehmen scheinbar und das in der Hand behalten. Irgendwie ist das komisch. Upsa. Supplies. Da komme ich nicht rein. Hm.
Christoph, oh, wirklich, Metal Gear Solid wird auch gewünscht. Das ist ja geil. Mensch, das ist echt geil, Leute, dass ihr Zeug wünscht, das ich mir eigentlich auch schon immer lang gewünscht habe, dass ich das mal streame. Wie gesagt, also ich werde wahrscheinlich später noch ein anderes Spiel einlegen. Aber jetzt erstmal Firewatch. Ich bin mir auch völlig unschlüssig, was später kommt. Vielleicht machen wir am besten auch noch eine kleine Abstimmung, was ihr haben wollt. Allerdings, wir bleiben heute, das kann ich auch schon mal sagen, wir bleiben heute auf der PS4. Heute gibt es kein PC-Spiel, also kein American Truck, leider. Weil ich meinen PC jetzt gerade gar nicht da habe. Ich habe das Ganze noch gar nicht hier angeschlossen. Ja, wieso kann ich jetzt... Ah, okay, nimmt den Rucksack automatisch mit. Okay. Also dieses Seil ist irgendwo in dem Kasten. Allerdings nicht hier, das habe ich falsch verstanden, sondern irgendwo. Irgendwo. Müssen wir gucken, wo. So, es gibt einen neuen Follow. Und zwar Yukiko Hina. Vielen Dank für den Follow. Ah, Leute, das ist so geil. Das ist so geil. Ihr seid echt die Coolsten. Wir sind gerade immer noch der größte deutsche Kanal, der Firewatch streamt. Das ist echt cool. Abisan, wie ich Alienware finde. Ich hatte nie irgendeine Hardware von Alienware. Ich weiß nur, die Dinger sind relativ teuer, aber ich weiß nicht, ob sie es wert sind. Keine Ahnung. So, hier gibt es ein paar Gasflaschen. Oder das ist wahrscheinlich Propangas, damit man hier kochen kann. Bringt uns nichts, hilft nichts. Okay, dann gehen wir mal raus in die wilde Natur. Hoffentlich haben wir nichts vergessen. Hey. Aber gut, weil wie gesagt, ich konnte jetzt nichts mitnehmen. Ich konnte nicht mal die Thermoskanne mitnehmen. Das hätte ich nämlich am liebsten mitgenommen, weil irgendwann ist man bestimmt draußen in der Wildnis und es ist arschkalt und dann will man unbedingt irgendwas Wärmendes. Allerdings hätte ich da vielleicht auch einen Gaskocher mitnehmen müssen und ach, überhaupt viel mehr. So, Readmap, alles klar. So, Find Rob in NFS Cage Box 306 in der, okay, wir müssen so eine Versorgungskiste finden, die 306. Und die ist, wo ist denn die? Ich sehe eine 307, 308, 306, da ist es. Okay, jetzt muss ich gerade überlegen, wir sind im Two Forks Lookout, also hier, und müssen praktisch nach Westen den Weg entlang bis zum 306. Jetzt muss ich nur kurz gucken, wo ist denn der andere Aussichtsturm? Den sehe ich hier gar nicht, den gibt es hier gar nicht. Das ist ja komisch. Killer Halle, du bist wieder zurück, sehr schön. Okay. Okay, wir müssen auf jeden Fall den Pfad Richtung Westen gehen. Das heißt, das muss der Pfad hier sein, ja. Genau. Laut Kompass. So. Genesee Lake in 0,7 Meilen Entfernung. Allerdings haben wir auf dem Weg dorthin muss irgendwo diese Versorgungskiste liegen. Und ich weiß schon warum. Also ich habe jetzt auch, wie gesagt, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe vorhin meine Map-Markierung abgeschaltet. Also ich sehe nicht, wo ich auf der Karte bin. Einfach deswegen, weil es vielmehr ein größerer Reiz ist, sich zu orientieren, wo man wirklich ist. Und einfach zu gucken. Auf jeden Fall latschen wir jetzt eine Zeit lang da Richtung Westen, dann macht der Weg einen kompletten Bogen. Wenn der Bogen vorbei ist, müsste die Kiste da sein. Okay, los geht's. Ich habe eigentlich noch keine Ahnung, was für einen Maßstab das Ganze hat. Ich folge jetzt einfach mal dem Pfad. Ah, Moment, der macht jetzt schon diesen Bogen. Das ist die Kiste, oder? Das sieht doch aus wie die Kiste. Genau, weil der Pfad macht diesen Bogen um diesen Hügel herum. Und nach diesem Bogen, stand es auf der Karte, gibt es diese Versorgungskiste und das muss die sein.
Supply Cache open. So. Und wer hat aufgepasst? Was war die Kombination? Was hatte die Frau gesagt? Wer weiß es? Wer weiß es? Bueller, Bueller. Ja, es war eigentlich ganz simpel. Die billigste Zahlenkombination und das billigste Passwort, das man sich jemals zusammenstellen kann. So, Map Copy Information, das ist gut. Das heißt, er überträgt jetzt die Infos auf die Karte. Das ist sehr gut. Okay. Note, eine Notiz, die schauen wir mal an. Die geht an Ron. Hey man, this guy couldn't take it, so I locked up his lookout and put some stuff in the box. Hä? Okay. Found one of those bars you liked. Okay, hiking to the next park, but let's get fucked when I'm back. Hä? Okay, auf jeden Fall hat der Typ in dem Aussichtsturm ein bisschen Nachschub dagelassen. Und das ist zumindest der Hinweis, dass er das dort gemacht hat. Und okay, schauen wir mal kurz auf der Karte. Was sind das für gekringelte Kringel? Ich vergleiche jetzt gerade meine Karte mit der Karte hier in der Kiste. Da steht nämlich ganz was anderes. Nee, das ist der Cache 306. Das sind wir doch gerade. Der ist nämlich auch auf der Karte oben, auf der oberen Karte hier markiert. Aber das ist genau der Punkt, wo wir gerade stehen. Und wir haben jetzt hier ein paar von diesen Markierungen übernommen. Also dieses rote Gekringle. Das heißt, hier südlich ist so eine komische Markierung. Medicine Wheel. Was ist denn das? Okay, da schauen wir mal später hin auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt. Abisan, wenn man das Passwort nicht mehr gewusst hätte. Ich hoffe, man kann die Kollegin per Funk anfunken. Ah, hier ist auf jeden Fall auch das Seil, das wir haben wollten. Genau das war wichtig. Genau, jetzt können wir nämlich zu diesem Fireworks-Ding gehen. Und wir können einen Riegel mitnehmen. Sehr gut. Oder können wir den mitnehmen? Cherry and Almond, also Kirsche und Mandel. Das ist ja mal eine super Kombination. Das Schlimme ist, ich kann die nicht mitnehmen. Doch, ich kann es doch mitnehmen, mit Hold. Ach, da habe ich es jetzt gegessen, oder was? Oh Mann. Okay, warte mal, kann ich jetzt die Note auch mitnehmen? Ah, okay. Ja, okay, gut. Dann hätte ich noch... Okay, dann können wir den Pinecone noch mitnehmen. Nee, den kann ich nicht mitnehmen. Okay. Okay, da kann man wirklich nur die wichtigen Sachen mitnehmen. Sonst ist hier nichts mehr drin zu machen. Wobei, nein, wir lassen es offen. Dann sehe ich nämlich von weitem schon, ob ich diese Versorgungskiste schon mal gelootet habe. So, jetzt haben wir hier noch eine Note, also das ist die Note von der Kiste, die brauchen wir nicht nochmal lesen, alles klar. Schauen wir mal nochmal kurz. Und ich kann jetzt die Dame, die gute Frau, am Funkgerät nicht anfunken. Ich kann das Ding nur halten. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn man das Passwort wirklich vergessen hätte. Ich möchte wetten, da hätte es auf jeden Fall einen Hinweis gegeben. So. Ach, da war das Feuerwerk. Medicine Wheel. Wieso heißt denn das Medicine Wheel? Ich nehme an, da ist das Feuerwerk. Da müssen wir auch hin. Das sieht nämlich so danach aus. Das heißt, das ist südlich von hier. Das heißt, wir gehen kurz den Pfad runter und zweigen dann nach Süden ab. Und dann kommen wir dorthin, hoffentlich. Das checke ich mal noch ganz kurz. Ich bin mir nämlich nicht sicher, was das sonst bedeutet. Komisch.